Bhakti Sutra von Narada, der 41. Vers. Kein Gefühl der Verschiedenheit trennt Gott von seinen Bhaktas. Om Shri Durgaye Namaha, willkommen zum Bhakti Sutra Podcast, Bhakti Sutra Video. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Ich spreche gerade über Bhakti Sutra, den Leitfaden Sutra über Bhakti, die Gottesliebe. Er spricht jetzt davon, kein Gefühl der Verschiedenheit trennt Gott von seinen Bhaktas. Bhakta ist jemand, der Bhakti hat, Hingabe zu Gott. Ein Bhakta ist jemand, der zum einen Bhakti-Yoga übt oder auch jemand, der tiefe Gottesliebe erfahren hat. Das ist ja das Besondere im Yoga. Es gibt Bhakti im Sinne von Gottesliebe und es gibt Bhakti-Yoga, die Kultivierung von Bhakti. Es gibt auch Jnana, das heißt höchste Erkenntnis, und es gibt Jnana-Yoga, den Yoga der Entwicklung des höchsten Erkenntnisses. Es gibt Raja-Yoga, zum einen der Yoga, Herrscher zu sein, Raja, und auch die Übung der Geisteskontrolle. So ist ein Bhakta zum einen derjenige, der Bhakti-Yoga übt, und ein Bhakta ist auch jemand, der tiefe Gottesliebe hat. In dem Moment, wo du Gottesliebe hast, bist du von Gott nicht mehr getrennt. In Wahrheit bist du sowieso nicht getrennt von Gott, denn Gott ist überall, allgegenwärtig, allmächtig, allwissend. Gott ist in der Tiefe deines Herzens. Gott ist in jeder Blume, Gott ist in jedem Bild, Gott ist im Himmel, Gott ist in jedem Menschen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mensch und Gott. Und eine Möglichkeit, das wirklich zu fühlen, ist durch Hingabe. In dem Moment, wo du wirkliche Gottesliebe spürst, spürst du Gott. In der Liebe selbst ist Gott gegenwärtig. So ist Liebe nicht nur ein Mittel, um Gott zu erfahren, sondern in der Gottesliebe selbst ist Gott erfahrbar. Und so ist Gott nicht getrennt von seinen Bhaktas. Auch von dir ist er nicht getrennt, schon jetzt nicht. Aber die Bhaktas wissen das und spüren das. Und deshalb bei großen Meistern, bei Menschen, die große Hingabe zu Gott haben, ist diese Liebe Gottes zu spüren. Man fühlt, dass dort nicht nur der Meister oder der Heilige eine Liebe zu Gott hat, sondern du merkst auch, dass in diesem Menschen diese göttliche Liebe wirkt. Diese göttliche Liebe wirkt durch den Menschen hindurch. Du kannst es spüren. Es ist auch eine gute Sache, zum Beispiel Vorträge zu hören über große Meister, Autobiografien großer Bhaktas, großer Gottesdiener zu lesen oder auch Biografien über sie zu lesen. Zum Beispiel, in meiner Tradition gibt es Swami Shivananda und es gibt wunderschöne Biografien von Swami Shivananda. Zum Beispiel die Biografie Shivananda, Biografie eines modernen Heiligen. Da erfährst du viel über Swami Shivananda. Und wann immer ich aus dieser Biografie lese oder aus dem Buch Shivananda Yoga oder Integraler Yoga, dort spüre ich irgendwo eine starke Präsenz von Swami Shivananda. In dem Moment, wo man über einen Meister liest, in dem Moment, wo man noch ein Werk von dem Meister liest, spürt man seine Gegenwart. Und in dem Moment, wo du die Gegenwart eines großen Meisters spürst, spürst du auch Gott. Denn Gott ist nicht getrennt von seinen Bhaktas. Gott ist erfahrbar in den Bhaktas. Und so möchte ich dich ermutigen, vielleicht den nächsten Tag nochmal überlegen, zu welchem Meister habe ich einen besonderen Zugang? Vielleicht auch, wie kann ich meinem Meister gegenüber oder auch meinem Yogalehrer etwas mehr Demut entgegenbringen? Wie könnte ich durch mehr Hingabe und mehr Demut auch mich selbst mehr im Herzen berühren lassen? Und wie kann ich auch in jedem Menschen mehr Gottes Gegenwart spüren? Denn letztlich, Gott ist ja allgegenwärtig, also in jedem Menschen zu spüren. Nur die Weisen, die Heiligen, wissen das und lassen die Gnade stärker wirken. Informationen über Swami Shivananda und viele Geschichten über große Meister findest du auch auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Dort findest du ein Suchfeld und in das Suchfeld kannst du eingeben Swami Shivananda oder auch Geschichten oder Erzählungen. Und so bekommst du einige Geschichten, einige Erzählungen über die großen Meister und du findest auch die vollständige Biografie über Swami Shivananda auf unseren Internetseiten.